Lieben, heute wird gevloggt. Zwar etwas spät, weil es ist, glaube ich, schon 13 Uhr. Aber der Kleine klebt seit gestern Nacht und heute nur an mir dran. Und ja, ich werde ihn gleich mal ins Tuch nehmen, weil das dann ein bisschen besser ist. Und es regnet gerade und wir müssen um 15 Uhr haben wir einen Termin beim Hüftscreening. Ja, wie ihr seht, ich habe geduscht, das habe ich schon mal geschafft. Aber, ja, meine Haare sind noch nass. Wobei, bei dem Regen lohnt es sich wahrscheinlich gar nicht, sie zu föhnen. Aber kämmen müsste ich sie eigentlich mal. Ja, es ist alles sehr, sehr spannend mit zwei Kindern und auch sehr zeitintensiv. Deswegen dachte ich, ich vlogge heute einfach mal und, ja, erzähle euch vielleicht so zwischendurch mal ein bisschen, was die letzten Tage so passiert ist. Der Kleine ist jetzt 3,5 Wochen und ja, ich werde ihn, wie gesagt, gleich mal ins Tuch nehmen, weil so ist das ein bisschen anstrengend und ich muss noch ein paar Sachen aufräumen. Hier liegt einiges rum und das Tuch ist wirklich Gold wert. Das hatte ich ja bei Mila gar nicht, aber man kommt auf jeden Fall zu mehr. Mila ist übrigens mit ihrem Papa bei meinen Schwiegereltern. Die kommen aber auch gleich. Mal gucken, ob wir zusammen gehen, weil ich wollte dann, der Arzt ist in der Stadt und da wollte ich in der Stadt vielleicht für Mila mal ein paar neue Klamotten kaufen, weil die passt in kaum noch Klamotten rein. Die hat so einen Schub gemacht. Jetzt schneit es auch noch. Ach du Scheiße. Ja, mal gucken. Hoffentlich hört das gleich auf. Die hat so einen Schub gemacht, als sie mich im Krankenhaus besucht hat. Das erste Mal habe ich gedacht, was ist das für ein Riesenbaby. Also es ist ein Unterschied zu so einem kleinen und so einem großen. Jedes Mal auch beim Wickeln ist das total komisch. Ein paar neue Schuhe bräuchte sie wahrscheinlich auch demnächst wieder. Und ja, was wollte ich noch sagen? Guck mal, seht ihr das Bild dahin? Das wollte ich euch mal zeigen. Das ist so süß. Da von den beiden. Das haben wir im Krankenhaus gemacht. Ganz viele tolle Fotos von den beiden und auch so Familienfotos. Hat sie richtig gut gemacht, die Fotografin. Du hast noch ein Auge auf. Guckst du noch, ne? Ja, er ist sehr neugierig und der hat so eine extreme Kraft im Körper schon. Er ist auch wirklich ziemlich groß, finde ich, was man bei der Geburt natürlich auch gemerkt hat. Und er wiegt auch einiges schon. Er ist zwar irgendwie so schlank, aber er ist sehr lang und schwer dafür. Genau, jetzt es wird wahrscheinlich auch ein bisschen durcheinander alles, weil ich einiges vielleicht auch zu erzählen habe. Ich weiß nicht, wann der Vlog online kommt, weil ich eigentlich vorher den Geburtsbericht online stellen möchte und ich möchte versuchen, den heute noch zu drehen. Mal sehen, ob das was wird. Und ja, ich habe heute sehr viel Make-up, glaube ich, drauf, weil meine Haut war nach der Geburt so mega schön. Da habe ich mich richtig gefreut, weil die ja in der Schwangerschaft schon so blöd war. Und jetzt ist sie aber wieder so blöd. Und ja, irgendwie kriege ich es nicht in den Griff. Haarausfall fängt auch, glaube ich, langsam an. Meine Wimpern fallen mir irgendwie ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. So, jetzt habe ich schon ganz viel geredet. Ich würde sagen, ich packe mal die Wickeltasche und räume mal ein bisschen auf. Und dann melde ich mich einfach gleich. Es ist jetzt doch schon ganz schön spät. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich den Termin absage. Weil ich weiß nicht, ob man es sieht. Jetzt wird es gerade ein bisschen besser, aber es ist richtig stürmisch und schneit draußen und Regen und eklig. Und ja, ich muss mit dem Kinderwagen los. Ich bin eigentlich nicht so wetterscheu, aber mit dem Kleinen und Mila und dann... Ja, ich muss jetzt erstmal meinen Mann anrufen, wo der überhaupt bleibt. Ja, eigentlich wollte ich nämlich los. Ja, den Kleinen habe ich jetzt hier drin und das dauert keine 2 Minuten und dann schläft er. Also Leute, kauft euch sowas. Der fühlt sich hier so wohl, auch gerade mit dem Bauchschmerzen, dann packe ich ihn da rein und dann ist Ruhe. Also das ist wirklich gut. Und ich habe meine Hände frei, das ist ganz schön. So, Planänderung. Mein Mann bleibt jetzt doch bei seinen Schwiegereltern. Ich gehe jetzt alleine mit dem Kleinen los. Das heißt, ich muss die Tasche mitnehmen für den Bugaboo. Und zwar ist die hier oben. Und jetzt klingelt das Telefon. Ja. Hallo? So. Genau, die Tasche nehme ich jetzt. Das heißt, ich nehme nur einen Sitz mit. Dann muss ich nachher noch zu
zu DM. Das ist dann ganz gut, dass ich die Tasche habe, weil ich brauche Windeln für den Kleinen. Und ja, da die bei dem Arzt ist ein DM und wir haben ja sonst hier fast gar kein DM in Hamburg. Deswegen kann ich da dann mal hingehen, weil ich da eher selten bin. Ja, kann ich ein bisschen rumgucken, dann halt alleine mit ihm. Das ist ganz gut, dann kann ich ihm nach dem Termin stillen und dann ist er hoffentlich ruhig. Und ja, ich werde jetzt mal schnell mich beeilen, weil ich doch jetzt ganz schön spät dran bin. Jetzt scheint die Sonne komischerweise wieder. Ja, Video werde ich heute wahrscheinlich nicht drehen, weil ich es einfach nicht schaffe. Genauso wie aufräumen, schaffe ich auch nicht. So ist es mit zwei Kindern. Ja, muss man halt alles mal so hinnehmen, ne? Wie es dann halt so ist. Nein, eigentlich schaffe ich den Haushalt wirklich sehr gut mit beiden. Aber ja, heute nicht. Dann ist es so. Und dann wollte ich nachher mal die Geschenke hier wegpacken, obwohl ich es so schön finde. Aber ich wollte halt mal gucken, was für Windeln das sind, welche Größe. Nicht, dass er da dann nicht mehr reinpasst. Ja, auf jeden Fall sind da so schöne Sachen an. Apropos, hier ist noch ein DM-Gutschein, den nehme ich gleich mal mit. Ja, und wenn ich dann wiederkomme, dann räume ich auf und vielleicht mache ich morgen ein Video. Mal gucken. So, jetzt scheint wieder die Sonne. Das heißt, ist wohl vorbei das schlechte Wetter. Ist jetzt richtig schön das Wetter. Und ich bin jetzt das erste Mal so unterwegs mit der Mono-Version. Und das ist ganz cool, oder? Aber auch irgendwie komisch, weil ich bis jetzt immer nur mit beiden unterwegs war. Und dann war der so breit. Aber man kommt eigentlich ganz gut durch mit dem Wagen. Ich habe ein paar Kritikpunkte an dem Wagen, aber das kann ich euch nachher mal erzählen, was mich so ein bisschen stört. Aber er ist sehr praktisch. Ja, habe ich euch eigentlich gesagt, zu was für ein Arzt ich gehe? Wir gehen zum Hüftscreening, zum Orthopäden. Und erfahrungsgemäß muss man da sehr lange warten. Auf dem Weg nach Hause und es war ganz gut, aber es gab ein Problem mit der Versicherung und das erzähle ich euch mal gleich zu Hause, weil es mir peinlich ist, in der Öffentlichkeit zu reden. So, wir sind wieder zu Hause. Ne? Kleiner hat gerade getrunken und wir waren 3,5 Stunden unterwegs. Da bin ich umsonst zu meinen Schwiegereltern gefahren. Mein Mann war dann doch nicht mehr da. Ja, und jetzt hat er ein bisschen... Was ist los, hm? Willst du mal Hallo sagen? Hast du Schlafanzug schon an? Hä? Schlafanzüge schielst du, ne? Das schielt er. Ja, und mein Mann hat Pizza gemacht und die essen wir gleich. Das war ganz gut, weil ich nichts gegessen habe, so wirklich. Und ja, ich war bei DM, wie gesagt. Die haben gar keine Pampers. Das wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt keine Windeln. Muss ich dann morgen nochmal holen. Aber ich habe andere Sachen geholt und für Mila auch Klamotten. Das zeige ich euch aber in einem Haul wahrscheinlich. Aber die Sachen, die ich bei DM geholt habe, die zeige ich euch jetzt mal eben schnell. Und zwar habe ich einmal... Ja, was denn? Willst du mal zu Papa gehen? Nein, nein, nein. Nein, sag mal Hallo. Lass mal das so stehen. So, ich habe mir jetzt Mila als Assistentin geholt. Die hat gebadet und guckt mal die Locken. Guckt euch die Locken an. Hier drehe ich mal um. So viele Locken, ist das nicht schön? Wolltest du mal mit Mama die Sachen? Mama. Ja, wollen wir die Sachen... Aua, aua. Mila will mal meine Haare kämmen. Wollen wir die Sachen mal zeigen? Guck mal hier. Was haben wir gekauft? Einmal Waschmittel. Das hatte ich noch nie. Ich wollte das mal ausprobieren. Das war nämlich nicht so teuer. Ich benutze sonst immer Persil, diese Duo-Caps. Aber jetzt habe ich das mal genommen. Mal gucken, wie das ist. Dann habe ich mir zweimal Stilltee geholt. Ja, meiner war leer. Und jetzt habe ich mir zwei geholt, weil der doch sehr schnell weggeht bei mir. Dann habe ich mir so ein Duschgel geholt von Balea. Wenn ich schon mal bei DM bin, dann hole ich gerne Sachen von Balea. Und das riecht so wunderschön. Oh, riech mal. Riecht so lecker, ne?
Das haben wir geholt. Dann habe ich für Mila so eine Waschlotion geholt. Für, da steht ultrasensitiv Waschlotion. Sie war heute beim Hautarzt übrigens und zum zweiten Mal. Hat wieder eine neue Creme gekriegt und auch Antibiotika. Eigentlich möchte ich ihr das nicht geben. Ich muss mal überlegen, ob ich das mache. Was haltet ihr dann von Antibiotika mal so zwischendurch? Ja, auf jeden Fall weiter geht's. Dann habe ich so diese Einmalwaschlappen zweimal geholt. Die brauchen wir immer. Die gehen auch sehr schnell leer. Ja, das sind Mamas. Zeig mal. So, das sind Binden. Das sind jetzt so ganz normale, weil mein Wochenfluss ist eigentlich fast weg. Dann hat Mama sich so ein Öl geholt. Das heißt Beautyöl. Und das soll Dehnungsstreifen reduzieren. Beziehungsweise vorbeugen. Und ja, meine Haut ist schon ganz schön schlapperig geworden nach der Geburt. Und vielleicht geht ja ein bisschen was davon weg, von den Dehnungsstreifen. Ja, auf jeden Fall, das ist... Ey, warte. Lass mal so stehen. So, und das ist auch von Balea. Dann habe ich Wickelunterlagen, weil die gehen bei uns wöchentlich leer, weil der Kleine, immer wenn die Windel ab ist, natürlich loslegt. Dann habe ich von Alverde so einen Concealer, den nehme ich immer so, aber für als Make-up so eine Art. Und den finde ich ganz gut. Und wenn ich bei DM bin, dann hole ich den immer ganz gerne von Alverde. Und dann habe ich mir diese Haargummis hier geholt, weil irgendwie sind alle meine Haargummis im Krankenhaus verschwunden. Und jetzt habe ich neue. Also ich mag diese sehr gerne neuerdings. Und ja, die habe ich jetzt. Und für Mila haben wir auch was. Und zwar Haarspangen, weil die gehen bei uns auch immer verloren. Sind die schön? Haarspangen. Ja, und die gehen bei uns immer verloren. Deswegen habe ich jetzt neue geholt. Und so ein Haarband. Und was ich bei dem sehr gut fand, das ist nicht so extrem fest. Das heißt, es schnürt nicht den Kopf so doll ab. Und mal gucken, ob sie es dran lässt. Oh, so zeigt man aber nicht die Sachen. Und hat Mama noch was? Ja, das war der Gutschein, ne? So. Und dann waren wir, war ich bei H&M und bei C&A. Und da habe ich Sachen für Mila gekauft. Und das zeige ich euch aber in einem Haul, wie gesagt. Wobei sie die eigentlich jetzt bräuchte. Ich sag jetzt erstmal kurz Tschüss. Und dann essen wir wahrscheinlich erstmal. Und Mila geht gleich Haya machen, ne? Willst du was erzählen? Sag mal. Hallo, ich bin jetzt eine große Schwester. Louis ist im Tuch. Oh nein. Mila, lass das mal kurz drin einmal. Akku leer. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hatte gestern jetzt nicht mehr gevloggt, weil der Kleine hatte ein bisschen mit Bauchschmerzen gekämpft und Mila war auch ein bisschen zickig und deswegen bin ich dann nicht mehr zugekommen und war dann auch froh, als ich abgeschminkt und im Bett war. Wie ihr seht, der Kleine ist hier wieder bei mir an der Trage, weil ich mich gerade fertig gemacht habe. Weil ich gleich auf einen Frauentag gehe. Das ist von unserer Gemeinde und da machen uns so ein paar Mädels so einen ganz schönen Tag mit Essen und da gibt es so verschiedene, verschiedene Stationen. Beim letzten Mal war es so, da habe ich nämlich mitgemacht, da habe ich den Frauen die Haare geschnitten. Und diesmal wird es wahrscheinlich nicht sein, weil ich ja nicht kann wegen dem Kleinen. Und es gibt noch eine Friseurin, aber die hat auch, glaube ich, keine Zeit. Und ja, deswegen fällt das diesmal aus. Und beim letzten Mal wurden auch Nägel lackiert, da habe ich auch mitgemacht. Und ich glaube, das wird es schon diesmal geben. Und Handmassage und sowas. Und da freue ich mich schon drauf. Das Tuch werde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ich ihn nicht die ganze Zeit auf dem Arm halten will. Und ich das auch ein bisschen genießen möchte. Ja, genau. Ich habe mich jetzt schon fertig gemacht, außer meine Haare muss ich gleich noch machen. Mein Mann schläft mit Mila bei meinen Schwiegereltern. Haben die sich so überlegt gestern. Dadurch war meine Nacht jetzt nicht besser, kann man sagen. Als ich schwanger war, war das immer ganz schön, als die dann bei meinen Schwiegereltern geschlafen haben. Dann konnte ich ein bisschen ausschlafen, aber mit dem Kleinen geht es natürlich nicht. Und er ist auch total anders als Mila.
So vom Schlaf- und Essverhalten. Aber das erzähle ich euch dann in einem Update von ihm, was ich hoffentlich auch demnächst drehen werde. Also ich habe einiges vor. Ja, mal sehen, wie es die Zeit zulässt, weil es muss ja auch geschnitten werden und hochgeladen werden. Also es ist schon immer nicht ohne, so ein Video zu machen. Genau, ich wollte euch eigentlich noch was erzählen zum Kinderwagen. Gestern hatte ich euch ja gesagt, dass ich mit einigen Sachen nicht so zufrieden bin. Also eigentlich bin ich mit ihm total zufrieden. Nur für den Preis, den man für den Kinderwagen zahlt, finde ich ihn nicht gerechtfertigt. Also er kostet 1.500 Euro. In meiner Ausstattung glaube ich 1.400, je nachdem. Ich habe allerdings nur 800 bezahlt, weil ich ihn vom Cousin meines Mannes abgekauft habe. Und der ist aber wie neu, da ist nichts dran und gar nichts. Und der, ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, 1.500 Euro ist die Qualität, finde ich, persönlich nicht wert, weil, wenn ich überlege, mein alter Kinderwagen hat 300 Euro gekostet und er war wesentlich besser gefedert und stabiler, würde ich sagen. Also der Bugaboo ist schon stabil, aber es ist alles so ein bisschen klapperig, kann man sagen. Also so, ja, ich weiß gar nicht, aber er ist halt so super praktisch. Also zum Beispiel bin ich ja einmal mit ihm allein gefahren, habt ihr ja gestern gesehen. Und das ist total cool, wenn man nicht dann den leeren Sitz mitschleppen muss und man dann noch diese Tasche hat. Man kommt mit dem Kinderwagen super überall durch. Gestern gab es eine Situation, da war der Fahrstuhl kaputt. Wir waren auch gestern noch beim Amt wegen Elterngeld und Kindergeld. Und ja, das ist immer alles so ein bisschen doof, diese Laufereien gerade mit Kindern. Und wenn du dann an einer Schlange stehen musst und warten musst, ja, das ist dann immer ein bisschen anstrengend, muss gut geplant werden. Deswegen war ich froh, dass mein Mann damit war, weil, ja, bei Mila, die ist im Moment nicht mehr so auf Kinderwagen so richtig. Also sie sitzt schon gern drinne, aber wenn er steht, dann möchte sie rumlaufen und sich alles angucken und auch gerne mal weglaufen. Und das treibt mich manchmal echt zu Weißglut. Letztens waren wir im Aldi und da hat sie alles rausgerissen und die, ja, Trotzphasen, sag ich nur. Kommt aber auch in dem Update von Mila, was ich auch demnächst drehen möchte. Ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich den Vlog auch für heute, glaube ich, beenden. Ich zeige euch gleich nochmal die Geschenke vom Louis, weil ich das jetzt gerne abbauen würde. Der Vlog war eher so ein bisschen gelabert, aber ich hoffe, das ist okay, weil wir nicht so viel jetzt gemacht haben, wo ich die Kamera hätte mitnehmen können. Hier zum Beispiel die Windeltorte, die habe ich gestern Abend geplündert, weil wir jetzt mit Zweierwindeln anfangen und hier sind noch Einserwindeln. Was ich auch ganz schön fand, wir haben sehr viel auch für Mila bekommen, dass die nicht so in die Röhre gucken muss. Also hier ist erstmal so ein Body. Das ist nämlich auch ein Grund, warum ich jetzt die Sachen wegnehmen muss, weil sonst passen die ihm nicht. Dann hat Mila so Stifte gekriegt für im Krankenhaus, dass ihr dann nicht so langweilig ist. Das war auch ganz gut. Dann haben wir jede Menge Karten bekommen. Das haben wir von der lieben Katrin bekommen, von Gabelschere Blog. Das ist so ein Badeanzug und das ist total cool, weil die da nicht so einen Sonnenbrand kriegen, wenn es im Sommer ist. Und die Größe wird ihm, glaube ich, dann auch im Sommer passen, wenn wir dann schwimmen gehen. Also richtig cooles Geschenk. Hier ist noch ein Oberteil mit einem Bus. Das werde ich auch jetzt waschen. Hier ein Halstuch. Das ist so ein Schnuffeltuch. Und das ist total weich. Und das Coole ist, man kann an das Ohr kann man den Schnuller befestigen. Und dann können die damit kuscheln. Das fand ich irgendwie voll cool. Muss mal gucken, wie ich den Marmschnuller da dran machen kann. Und dann waren da drin auch noch so Halstücher. Dann haben wir ein Buch für Mila bekommen, was da auch der Kleine ja dann lesen kann. Welch ein Durcheinander. Und da sind so, ja, verschiedene Sachen, wo der Hase aufräumen muss. Und ja, richtig süß. Dann hat Mila, das kann ich euch echt empfehlen, wenn ihr einer großen Schwester was schenken möchtet, so ein Buch. Und da sind so verschiedene Reime immer drin. Und am Ende ist da so ein Spiegel. Und da steht, die beste große Schwester, wer könnte das sein? Schau doch mal in den Spiegel rein. Genau, das fand ich richtig süß. Dann haben wir hier so ein Tagebuch. Das fand ich auch gut, das haben wir bei Mila auch gehabt. Das haben wir im Krankenhaus bekommen, so ein Foto von dem Kleinen. Da war er noch ganz genau schick. Und ja, hier ist sein Fußabdruck. So, dann haben wir so eine Rassel hier bekommen.
Dann haben wir auch jede Menge Gutscheine bekommen von Butni und DM. Dann so Puschen, finde ich auch immer sehr, sehr gut. Hier ist noch ein Handy. Dann hat Mila so ein Armband bekommen, das findet sie auch ganz toll, sich schick zu machen. Dann haben wir hier drin eine Hose und hier diesen Pullover, den fand ich so mega traumhaft schön. Der ist so gestreift und hat so Holzknöpfe, also so eine Strickjacke, total süß. Gibt es glaube ich bei DM, habe ich noch nie gesehen, weil ich ja nicht so oft zu DM gehe. Aber richtig süß. Dann haben wir so eine gestrickte Mütze bekommen. Und die finde ich richtig süß, weil die den Kopf so schön umschmeichelt. Jetzt ist sie noch zu groß, aber ich finde solche Mützen mega süß. Dann noch so ein gestrickter Pullover. Alles selber gestrickt, meine ich. Aber richtig toll auch gestrickt. Dann hat Mila auch noch ein Buch gekriegt. Da steht 10 kleine Igelkinder. Ja, da hat sie jetzt nicht so die Geduld für, aber sehr süß. Dann haben wir noch ein Schnuffeltuch. Dann habe ich einen Pandora-Anhänger bekommen. Ich weiß gar nicht, was für einer, aber ja, ich sammle die ja sehr. Dann hier die Windeltorte, wie gesagt. Dann haben wir hier so Mützen bekommen von meiner Freundin. Auch sehr süß. Und da ist noch so ein Schneeanzug, aber leider können wir eben den nicht anziehen, weil der erst passen wird im Sommer. Das haben wir im Krankenhaus gekriegt. Dann haben wir hier noch jede Menge Klamotten bekommen. Und die muss ich jetzt, wie gesagt, alle waschen. Dann haben wir hier das Buch, das ist für Louis. Ich freue mich so, dass es dich gibt. Finde ich auch ein sehr schönes Buch. Und dann haben wir hier noch so Pflegeprodukte und da war auch Gutschein drin. So, ihr Lieben, dann waren das jetzt die Geschenke. Ich zeige euch den Kleinen nochmal eben. Guck mal, wie süß der hier steht. Hier, zeigt ihn mal. Es ist so toll, dass er Schnuller nimmt. Ich weiß, es gibt auch Anti-Schnuller-Befürworter, aber es ist so eine Erleichterung. Ich merke das total, weil Mila hat ja keinen Schnuller genommen. Und sie war so viel unruhiger. Und es ist wirklich, wirklich eine Erleichterung, so ein Schnullerkind zu haben. Und ja, Mila müssen wir demnächst mal abgewöhnen. Aber ich glaube, wir haben nicht so die Probleme dabei mit Mila genommen. Und er hat sowas Süßes an, aber das habe ich auf Instagram gepostet. Und den Body, den kann er, glaube ich, heute nur noch anziehen und dann ist er zu klein. Weil ich finde ihn echt extrem groß. Das sieht man wahrscheinlich nicht so auf der Kamera, aber Mila war vielleicht bis hier, wenn ich sie in der Trage hatte. Er ist wirklich ein großes Kind. Ja, ich werde mich jetzt auf den Weg machen, meine Haare noch machen. Und dann würde ich sagen erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal.